Ich bin Freunde und herzlich willkommen zurück zu If is the Fusion. Scheiße, im Wasser konnte man die doch gar nicht mehr. Also früher schon. Gut, ich bringe ein bisschen Feuerstein mit. Da habe ich mein Messer rausgeschmissen. So, wir waren jetzt ein wenig abgelenkt, weil wir ein Schwein getötet haben. Moin! Das Schwein des Lebens. Doch, geht. Krieg's nicht hin, komischerweise. Ja, du musst bloß von der richtigen Stelle kommen, dass es weiß aufleuchtet mit Rechtstaste. Ach so. Ach, jetzt. Wildschweinkadaver, jetzt. Okay. Mach das. Du bist jetzt der Metzger. Was haben die da noch mal reingeschrieben wegen der Seite? Wann und wo wird gebaut? So wie ich das sehe, steht die Baustelle. Ah, das ist die dumme Regel. Oh, die haben auch eine Arena gebaut. Lecker hart. So, den Kadaver öffnen. Was haben wir da drin? Einmal Fell, Knochen und Fleisch. Und ich bin überladen. Oh, wie stack ich nochmal? Ah, alles auseinander. Nee, auseinanderteilen meine ich. Oh, ich habe hier Apfelbäume. Weil ich bin überfüllt. Ich laufe mal zum Strand. Ich habe zu viel Fleisch. Immer noch zu viel. Also ich kann es nicht aufnehmen. Hab's mal weggeworfen. Können wir gleich wiederholen, das Zeug. Man weiß nicht, wie lange es liegen bleibt. 5 Minuten. Aber hier hat es noch 2 Schweine. Also von dem her ist... Also, weil ich da bin, ich habe Rinden habe ich da, ich kann ja gleich eine Tasse machen. Jo. Und mal da diese reinschmeißen. Aber erstmal sollten wir hier uns die Bucht angucken und uns entscheiden, wo wir die erste Fläche planieren. Richtig. Zur ersten Hütte bauen. Gasthaus zur ersten Hütte. Was haben die jetzt alles geschrieben? Das, Was Serverregeln, wann und wo wird gebaut? Wann und wo wird gebaut? Dann meinte Raven. Meinte sein. Bist denn du hingelaufen? Ich seh dich gar nicht mehr. Hier? Du mich? Hallo, ich seh dich. Ich seh dich. Meinst du mich? Hallo. Hier. Hüpf. Ich hab ihn schon gefunden. Ich? Also euch beide. Okay, hier ist sogar schon eine Windmühle. Also wir sind wären da unten ziemlich dicht dran an jemand anderem. Jetzt ist da die Frage, ob wir hier überhaupt bauen dürfen. Ah ja, da ist sogar richtig groß was gebaut. So wie ich das sehe. Lass mal das Hühnchen. Ja, nee, komm am besten hier auch her. Das ist, glaube ich, jetzt wichtig, dass wir wissen, dass wir uns mit denen irgendwie verständigen. Dass wir wissen, wo wir bauen können. Was heißt nicht zu weit an anderen dran? Ich meine, wie groß wollen wir werden? Eigentlich ja nur eine kleine Siedlung. Richtig. Weil zu dritt können wir hier, das ist... unmögliche Aufgabe, wenn wir uns hier so eine Burg hinbauen. Ein Riesenpalast. Ja, hier mit Burgfried und so, das ist zu dritt eigentlich utopisch. Ah,
Ich wollte mir gerne mal so eine Windmühle von nah angucken, wie das ausschaut. Der richtig genial aus. Achso, man darf auch nicht zu nah rankommen, ne? Steht dann dran, wenn du in den Claim-Bereich kommst. Jetzt schon. Ich bin vorhin, ja, aber du kannst trotzdem rein. Du kannst halt keine Türen aufmachen oder sonst was. Die Windmühle ist an sich schon ganz cool mittlerweile, weil die sich auch dreht und so. Aber hier, die haben schon, so wie es aussieht, was Größeres geplant. Okay, Mann, es läuft richtig geil, das Spiel. Hallo? Hallo? Nee, falsche Taste. Was war's? Müsste ja gehen. Hallo? Hallo? Jemand da? Jemand zu Hause? Hallo? Also wir müssen uns auf jeden Fall mit denen connecten, weil das ist echt zu dicht dran, würde ich behaupten. Ich meine, wenn wir jetzt wirklich nur ein kleines Dorf machen wollen, könnte es sein, dass die das okay finden. Wenn wir da vorne an einem anderen Ende von der Bucht oder so ein paar Hütten aufschlagen. Ich bin jetzt hier unten am Strand bei der Bucht. Ja, warte mal, Clint. Ich sammle kurz ein paar Äpfel. Ich habe 30 Stück am Start mit. Haben wir auch. Ein Apfel ist gesammelt. Ging mir nicht Massenproduktion. Nee. Bei mir. Ja, vielleicht, weil ich dran stand. Ja, ich sehe dich. Ah, ich sehe dich auch, ja. Bei mir auch immer nur eine Anzahl. Na, dann habe ich schon die anderen weggepflückt. Du hast meine Äpfel geklappt. Die Äpfel vom Baum. Ich war da zuerst. Ja, aber hier ist gleich Windmühle und Burgmauern und so. Was ist, wenn wir da drüben hingehen, auf diese anderen Landzüge da? Ja, eben. Hatte ich auch gedacht, aber ich sag ja, das müssen wir fast mit denen irgendwie klären und nicht, dass es da. Ich meine, wir hatten ja so eine tolle Karte, wo man die Gebiete gesehen hat. Aber ich hatte jetzt nichts. Warte, Steam Community. Ah, jetzt ist wieder da. Krass. Oh, geh weg, Fenster. Echt rauskopieren. Oh, warum kann ich das nicht rauskopieren? Dieses HTTP, Steam Community, bla bla. Feuer und Stahl. Ich kann das nicht rauskopieren. Ja? Könnt ihr das machen? Copy. Weil vielleicht ist da ja eine Landkarte drauf. So geil aus. Okay, ich guck mal ganz kurz nach. Die haben schon einige Mitglieder. 37 Mitglieder. Wird gerade ein bisschen unspektakulär, aber das gehört dazu. Das sind halt die Anfangsschwierigkeiten, wenn man irgendwo auf dem Server drauf kommt. Wollen wir nicht irgendwo bauen, wo Leute schon drauf sind? Na, nicht zu dicht, das hat der eine schon vorhin geschrieben.
Was? Wir machen mal einen ganz kurzen Cut und sind gleich wieder da. Wir schauen mal kurz uns um wie in der Karte, wo wir bauen sollen, sind wir da. Also ich werde auf jeden Fall zusammenschneiden, das merkt kein Mensch. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich, Freunde.